Es ist das bekannteste Flugzeug der Welt. Die Boeing 747 des amerikanischen Präsidenten, die Air Force One. Eine ihrer Besonderheiten? Sie kann auch in der Luft betankt werden. Für normale Passagierflugzeuge ist das nicht notwendig und außerdem viel zu gefährlich. Auch wenn im Hollywood-Film Air Force One übertrieben dargestellt, ein falsches Manöver während einer Luftbetankung kann zur Katastrophe führen. Vor allem für das Militär ist es wichtig, Flugzeuge in der Luft betanken zu können. Ohne die fliegenden Zapfsäulen wären Kampfjets nicht in der Lage, Einsätze in weit entfernten Gebieten zu fliegen. Sie müssten spätestens nach 2000 Kilometer landen. Deutsche Kampfjets mussten sich bisher von den Tankern der NATO-Verbündeten versorgen lassen. Kosten pro Jahr 32 Millionen Euro. Doch nun will die deutsche Luftwaffe drei eigene Tankerflugzeuge in Dienst stellen. Typ Airbus A310 MRTT. Hier bei einem seiner ersten Präsentationsflüge. Der MRTT ist eine umgerüstete Zivilmaschine mit zusätzlichen Treibstofftanks. Er dient als Lufttanker und kann gleichzeitig Passagiere oder Fracht transportieren. Umgerüstet wird das Flugzeug von Airbus in Hamburg und Dresden. Der A310 erhält unter anderem zwei sogenannte Pods. Darin befinden sich ein 17 Meter langer Schlauch und der Fangtrichter. Der MRTT kann mit einer Ladung 20 Kampfjets auftanken. Gesteuert wird der Prozess vom Lademeister, der direkt hinter dem Cockpit sitzt. Ein Computer unterstützt ihn. Bevor das Tankflugzeug abheben darf, testen Ingenieure jeden einzelnen Schritt am Boden. In der Luft treibt der Schlauch durch den Widerstand von selbst nach hinten. Das Andocken an der Sonde ist am Boden relativ einfach. In 5000 Meter Höhe dagegen ist es für die Piloten eine heikle Aufgabe. Nur wenn die Sonde richtig im Trichter sitzt, fließt der Treibstoff in den Tank des Jets. Pro Minute bis zu 1500 Liter. Schon in den 20er Jahren versuchen Wagemutige in der Luft einen einfachen Benzinkanister zu übergeben. Ein abenteuerliches Unterfangen. Ende der 30er Jahre hat der Brite Alan Cobham die Idee. Er benutzt einen Schlauch. Das Manöver ist gefährlich. Bei über 300 Stundenkilometer muss ein Operator im Tanker zuerst ein herabgelassenes Seil mit einer Harpune treffen. Das Seil zieht den Schlauch zu dem Flugzeug, das aufgetankt werden soll. Ist der Stutzen sicher befestigt, sendet der Pilot Lichtzeichen an das Tankflugzeug. Jetzt fließt der Treibstoff. Die Schwerkraft lässt das Flugbenzin langsam in die untere Maschine fließen. Später beschleunigen Pumpen den Prozess. In den 50er Jahren wird dieses Prinzip verbessert. Bis heute benutzt man bei einer Luftbetankung zumeist einen Schlauch. Und bis heute ist es ein höchst riskantes Flugmanöver. Damit es zum Rendezvous in 5.000 bis 10.000 Metern Höhe kommt, vereinbaren die Piloten vorher einen Treffpunkt. Der Kapitän des Tankers übernimmt die Kontrolle. Für den tankenden Piloten zeigen Lichter die Position an. Der Lademeister fährt den Schlauch erst aus, wenn sich beide Flugzeuge auf gleicher Höhe befinden und die gleiche Geschwindigkeit haben. Die Jets nähern sich nacheinander dem Tanker. Leuchten die Lampen rot-gelb,
kann das Manöver beginnen. Der Pilot des Empfängerflugzeugs muss nun seinen Ausleger in den Korb steuern. Ein Präzisionsmanöver bei einer Geschwindigkeit von mehr als 400 Kilometern pro Stunde. Ist die Sonde richtig im Tankkorb befestigt, beginnt das Kerosin zu fließen. Gelbe Lichter signalisieren, dass der Tankkorb verlassen werden muss. Sofort schließt das Ventil. Die restlichen Tropfen Kerosin verdunsten in der Luft. Der hochexplosive Treibstoff kann so nicht in die Triebwerke geraten. Um in der Luft aufzutanken, mussten deutsche Piloten bisher entweder amerikanische Tanker nutzen oder auf einen Trick zurückgreifen, den Buddy-Buddy-Pod. Bei diesem System wird ein Tornado zur fliegenden Tankstelle umgerüstet. An seiner Unterseite ist ein Tank befestigt, in den 1000 Liter Treibstoff passen. Bei dieser Art der Luftbetankung müssen die Jets sehr dicht nebeneinander fliegen. Eine Herausforderung an die Konzentration und das Fingerspitzengefühl der Piloten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und es kann zur Katastrophe kommen. Das zweite Tanksystem. Hier wird ein Ausleger benutzt, ein sogenannter Boom. Der Boom ist ein ca. 20 Meter langes Teleskoprohr. Es ist am Heck des Tankflugzeugs befestigt. Die kleinen Ruder am Rohr helfen, den Boom direkt in die Betankungsöffnung zu lenken. In einer Minute können bis zu 4500 Liter Kerosin umgefüllt werden. Boom-Tanker versorgen vor allem Transportflugzeuge, die wesentlich mehr Treibstoff benötigen. Oder Bomber, die weit entfernte Ziele anfliegen. In den nächsten Jahren, so schätzen Militärexperten, werden weltweit 600 neue Tanker benötigt. Airbus arbeitet deshalb bereits an einer neuen Generation, dem A330 MRTT. Vorteil? Beide Tanksysteme, das Schlauch- und das Boom-Prinzip, sollen eingebaut werden. Damit kann der A330 alle Flugzeugtypen betanken. Zudem ist er äußerst wendig. Und Airbus geht noch weiter. Das Unternehmen plant bereits den Supertanker A400M. Eine Turbopropellermaschine, die als fliegende Zapfsäule für Flugzeuge und Hubschrauber dient. Auch diese Maschine soll viele Aufgaben erfüllen können. Sie wird nicht nur als Tanker, sondern auch als Transporter für Soldaten und Material zum Einsatz kommen. Flugzeuge in der Luft betanken zu können. Ohne die fliegenden Zapfsäulen wären Kampfjets nicht in der Lage, Einsätze in weit entfernten Gebieten zu fliegen. Sie müssten spätestens nach 2000 Kilometer landen. Deutsche Kampfjets mussten sich bisher von den Tankern der NATO-Verbündeten versorgen lassen. Kosten pro Jahr 32 Millionen Euro. Doch nun will die deutsche Luftwaffe drei eigene Tankerflugzeuge in Dienst stellen. Typ Airbus A310 MRTT. Hier bei einem seiner ersten Präsentationsflüge. Der MRTT ist eine umgerüstete Zivilmaschine mit zusätzlichen Treibstofftanks. Er dient als Lufttanker und kann gleichzeitig Passagiere oder Fracht transportieren. Umgerüstet wird das Flugzeug von Airbus in Hamburg und Dresden. Der A310 erhält unter anderem zwei sogenannte Pods. Darin befinden sich ein 17 Meter langer Schlauch und der Fangtrichter.
Der MRTT kann mit einer Ladung 20 Kampfjets auftanken. Gesteuert wird der Prozess vom Lademeister, der direkt hinter dem Cockpit sitzt. Ein Computer unterstützt ihn. Bevor das Tankflugzeug abheben darf, testen Ingenieure jeden einzelnen Schritt am Boden. In der Luft treibt der Schlauch durch den Widerstand von selbst nach hinten. Das Andocken an der Sonde ist am Boden relativ einfach. In 5000 Meter Höhe dagegen ist es für die Piloten eine heikle Aufgabe. Nur wenn die Sonde richtig im Trichter sitzt, fließt der Treibstoff in den Tank des Jets. Pro Minute bis zu 1500 Liter. Schon in den 20er Jahren versuchen Wagemutige in der Luft einen einfachen Benzinkanister zu übergeben. Ein abenteuerliches Unterfangen. Ende der 30er Jahre hat der Brite Alan Cobham die Idee. Er benutzt einen Schlauch. Das Manöver ist gefährlich. Bei über 300 Stundenkilometer muss ein Operator im Tanker zuerst ein herabgelassenes Seil mit einer Harpune treffen. Das Seil zieht den Schlauch zu dem Flugzeug, das aufgeht. Cobham die Idee. Er benutzt einen Schlauch. Das Manöver ist gefährlich. Bei über 300 Stundenkilometer muss ein Operator im Tanker zuerst ein herabgelassenes Seil mit einer Harpune treffen. Das Seil zieht den Schlauch zu dem Flugzeug, das aufgetankt werden soll. Ist der Stutzen sicher befestigt, sendet der Pilot Lichtzeichen an das Tankflugzeug. Jetzt fließt der Treibstoff. Die Schwerkraft lässt das Flugbenzin langsam in die untere Maschine fließen. Später beschleunigen Pumpen den Prozess. In den 50er Jahren wird dieses Prinzip verbessert. Bis heute benutzt man bei einer Luftbetankung zumeist einen Schlauch. Und bis heute ist es ein höchst riskantes Flugmanöver. Damit es zum Rendezvous in 5.000 bis 10.000 Metern Höhe kommt, vereinbaren die Piloten vorher einen Treffpunkt. Der Kapitän des Tankers übernimmt die Kontrolle. Für den tankenden Piloten zeigen Lichter die Position an. Der Lademeister fährt den Schlauch erst aus, wenn sich beide Flugzeuge auf gleicher Höhe befinden und die gleiche Geschwindigkeit haben. Die Jets nähern sich nacheinander dem Tanker. Leuchten die Lampen rot-gelb, kann das Manöver beginnen. Der Pilot des Empfängerflugzeugs muss nun seinen Ausleger in den Korb steuern. Ein Präzisionsmanöver bei einer Geschwindigkeit von mehr als 400 Kilometern pro Stunde. Ist die Sonde richtig im Tankkorb befestigt, beginnt das Kerosin zu fließen. Gelbe Lichter signalisieren, dass der Tankkorb verlassen werden muss. Sofort schließt das Ventil. Die restlichen Tropfen Kerosin verdunsten in der Luft. Der hochexplosive Treibstoff kann so nicht in die Triebwerke geraten. Um in der Luft aufzutanken, mussten deutsche Piloten bisher entweder amerikanische Tanker nutzen oder auf einen Trick zurückgreifen, den Buddy-Buddy-Pod. Bei diesem System wird ein Tornado zur fliegenden Tankstelle umgerüstet. An seiner Unterseite ist ein Tank befestigt, in den 1000 Liter Treibstoff passen. Bei dieser Art der Luftbetankung müssen die Jets sehr dicht nebeneinander fliegen. Eine Herausforderung an die Konzentration und das Fingerspitzengefühl der Piloten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit und es kann zur Katastrophe kommen.